Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. So, in der letzten Folge, da haben wir uns ja wieder mit der Mission beschäftigt, mit der Story-Mission. Und wir haben ganz nebenbei noch ein paar Schiffe erobern können. Die schauen wir uns jetzt mal an. Die müssten eigentlich noch unterwegs sein. So, wir haben hier eine Basta, die ist in der Teladi Schiffswerft angekommen. Eine Falke, die dockt jetzt auch bald an der Schiffswerft. Ein Harrier, der ist noch unterwegs und wir schauen direkt mal, wo die denn sind. Teladi Schiffswerft, die war in Witbun, oder nicht? Doch, genau. Und da ist noch eine Piratfalke. Auf welchem Weg ist denn die? Steht die nur da rum? Die könnte man sich doch auch noch mal aneignen. Das sieht doch gerade ganz nett aus, aber da fliegen schon Schiffe hin. Das könnte also bedeuten, dass die nicht mehr lange existiert. Teladi Schiffswerft. Da sind unsere Schiffe an Bord. Großer Profit, da ist kein Schiff von uns. Wir haben die Schiffe ja hier. Ah, guck mal, da sind unsere Harrier und Falke. Harrier ist ein bisschen schneller als die Falke. Und Familie Sein, da ist ein erweiterter Satellit von uns. Split Python. Python. Großes Schiff hier. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal schauen, was haben wir denn gerade an Bord? An Bord unseres Schiffes. Schauen wir noch mal rein. Im Frachtraum erweiterte Satelliten, klar. Ein bisschen Raumsprit und Energiezellen. Die Energiezellen, die brauchen wir, weil wir ja als nächstes nach Farnhams Legende springen sollen. Das ist, und Farnhams Legende müsste doch hier sein. Genau, da ist Farnhams Legende. Da ist der Marodeur, genau. Das ist ja diese Station von Don Marani. Station, ja, so eine Station ist das. Wenn das ein bisschen wie ein Schiff ist. Ja, da müssen wir als nächstes hin. Da kann ich noch mal ganz kurz reinschauen. Nachrichten. Ich habe Mirja Marani und ein paar weitere Mädels aus dem Vergnügungskomplex befreit. Saya bringt Mirja und die anderen zu Don Maranis Station in Farnhams Legende. Ich sollte ihnen folgen und dann mit Don Tony reden. Okay, ja, also wir docken mal ab. Geben ein bisschen Gas. Na, können wir hier gerade unseren. Autopilot Ach so. deaktiviert. Ich hab sie gerade. So, geht denn die Tab-Taste nicht? Jetzt war der Autopilot aktiviert. So. Wir sind jetzt im Sektor. Moment. Teladi Profit, genau. Und da fliegen jetzt unsere Schiffe gen Süden. Und ich würde dem jetzt einfach mal folgen. Falke. Die Falke. Sehen wir die oben links? Folgen wir mal in Richtung Südtor. Und schauen wir auch nochmal auf unser Geld. Wie viel Geld wir denn gerade haben? Oh, 9000 Credits. Nicht besonders viel. Wir können mal auf unsere Station schauen. Die hat noch 16.000 Credits. Okay. Ja, dafür hat die aber wahrscheinlich auch ein randvolles Lager mit Energiezellen. Genau, wir haben da ja zuletzt das komplette Geld abgezogen. Nebenher ist das nicht verwunderlich, dass da gerade kein Geld ist. Okay, und ich denke mal, die Schiffe, die wir jetzt hier haben, die wir jetzt gekapert haben, die werden wir dann vermutlich mal verkaufen. Ja, denke ich mal. Gerade hier die Harrier, die ist ja gar nichts mehr wert. Falke, ja gut, die Falke, na, gucken wir mal. Wir könnten natürlich auch die Harrier nehmen und da unser illegales Zeug drauf lagern. Naja, schauen wir mal. Also, wir schauen auf jeden Fall in den Nachbarsektor. Da ist immer noch die Pirat Falke. Dann fliegen wir doch da einfach mal hin nach Profitbrunnen. Fliegen zum Südtor. Stromantrieb wird geladen. 10%.
Und dann schnappen wir uns auch mal den Piraten, der da gerade mal so rumfliegt. Oder der da so willkürlich einfach mal oder fahrlässig vor allem mitten im Sektor rumsteht. Mal schauen, vielleicht können wir uns den auch noch aneignen. Wir haben ja festgestellt, dass es mit einer der Waffen, die wir haben, ziemlich leicht ist, ein Schiff Erreiche zu erobern. System. Profitbrunnen. Wenn wir Pirat. die Falke. Waffe einzeln anwählen, wir haben so starke Waffen, dass die alle gleichzeitig aufgeschaltet ein Schiff in Windeseile zerstören. Und dann ist es uns natürlich auch nicht mehr möglich, das Schiff überhaupt zu erobern. Oh, da hinten sieht man schon, Pirat Falke ist bereits in einen Kampf verwickelt. Aber irgendwie bewegt er sich überhaupt nicht. Komisch. Auf wen er da wohl wartet? Fliegt er eventuell auf uns zu? Oder fliegt er vor uns davon? Man weiß es nicht. Da vorne fliegt auf jeden Fall gerade unsere Harrier durch das Asteroidenfeld. Und wir kommen dem Piraten näher. Das ist schon mal eine super Sache. Ziel ist nun in So. Feuerreichweite. Dein Tod wird mir Profit bringen. Ja, genau. Und dein Tod mir. Na, verlässt du dein Schiff? Na, schade. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten Sie 5000 Credits. Ja, vielen Dank. Das ist unsere Harrier. Kleines Schiffchen. Ja, könnte recht schnell fliegen, aber ist eben nur eine Harrier. Eine M5. Unsere Falke ist eine M3. Okay, so, dann können wir mal eben den Sensor einschalten und warten, dass die gelandet sind. Aber unsere Falke kommt da oben gerade angeflogen. Oh Moment, wir bewegen uns ja. Und zwar rückwärts. Gar nicht mal so ungefährlich. So, da warten wir also zumindest mal, bis die Harrier gelandet ist. Die ist eben nicht viel wert, genauso wie wie heißt das Schiff gleich? Discoverer, genau. Ist ja auch nichts wert. Mit der Station handeln. So, jetzt können wir unsere Harrier reparieren. 17% für, oder auf 17% für 4000, naja, für fast 5000. Das bringt's nicht. Die Harrier verkaufen wir für 47.000 und die Buster für 100.000. In allererster Linie werden wir mal die Harrier verkaufen. Ja. Harrier verkauft. So, und jetzt die reparieren für. Der Buster kostet natürlich auch eine Menge Geld. Mal guck mal hier, hier können wir Falke. Oha, wenn wir hier eine Falke für 2 Millionen also kaufen können, dürfte die ja gar nicht mal so wenig wert sein. Harrier Frachter. Harrier Frachter wird das nicht gewesen sein, die wir verkauft haben. Das wird eine einfache Harrier gewesen sein. Dazu schauen wir doch mal in die. Ja, das Ausrüstungsdock verkauft die nicht. Nee, da sind wir auch ein bisschen zu weit entfernt gerade. Die Ausrüstungsdock. Kaufen die vielleicht die großen Triplex-Scanner? Nein, dafür müssen wir. Muss man da vielleicht hinfliegen? Ich glaube, irgendwo unten rechts in den Sektor. War es in der Wolkenbasis hier unten? Also ist hier die Triplex-Scanner? Nee, nur Duplex. Ah, ich glaube, die gab es bei den Teladi. Also wir sind ja hier gerade bei den Teladi, aber ich glaube, die gab es auch hier bei den Teladi. Oder war es bei den Boronen? Da müssen wir mal eben nachschauen. Ich hoffe mal, ich kann da ein paar Informationen gewinnen. Ja, hier gab es den Triplex-Scanner bei der
bei dem königlichen Ausrüstungsdock der Boronen in Königsthal. Wir schauen uns mal unser aktuelles Schiff an, ob wir da einen Triplex-Scanner haben. Ich glaube nicht. Schauen wir mal nach. Waffen haben wir ja mal ordentlich an Bord. Ganze Reihe an Raketen. Duplex-Scanner, okay, leider kein Triplex-Scanner. Und einen Mineralien-Scanner haben wir auch an Bord. Und einen Sprungantrieb. Ah doch, und einen Triplex-Scanner haben wir an Bord. Duplex-Scanner haben wir auch, den brauchen wir aber gar nicht. Okay, dann schauen wir doch mal, dass wir die Nova, oder nee, nicht die Nova, die Falke endlich mal zur Werft kommen lassen. Da. Ja, wisst ihr was, das dauert jetzt ganz schön lange. Vielleicht springen wir doch nochmal irgendwo hin und versuchen, ein paar Piraten zu bekämpfen. Pirat Falke, da liegt noch eine vor Anker. Aber warum? Ist auch egal. Wir fliegen einfach durchs Westtor. Das müsste irgendwo in der Nähe sein. Moment, jetzt versuche ich es gerade mal zu finden. Ach, da hinten ist es. Dann springen wir in den Nachbarsektor zum Osttor. Sprungantrieb wird geladen. Was war das? Ist 10%, da gerade irgendwo ein 20, Schiff 30, zerborsten? Naja. Also wir versuchen jetzt mal die Falke noch zu erobern. Währenddessen soll dann unsere eroberte Falke erreiche System, landen. Profitloch, So. Na, drück mal Gewächsstationen, Shift und T. Alpha. Müsste gleich die Falke aufgeschaltet werden. Pirat, Falke. Genau. Ziel ist nun in So, Feuerreichweite. dann kommen wir ja. Jetzt schlage ich zurück. Naja. Oh, da sind Boronen an Bord. Die habe ich eigentlich immer recht positiv in Erinnerung behalten. Dass die ihr Schiff auch schnell aufgeben. Was jetzt hier gerade nicht der Fall zu sein scheint. Schade. Versuchen Sie es. Piloten des Königreichs sind härter, als sie aussehen. Ich glaube nicht. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten Sie 5000 Credits. Ja, also irgendwie stellt mich das hier gerade nicht zufrieden. Teladi Profit, da können wir doch mal wieder einen neuen Satelliten ausstellen oder aussetzen. Der wurde doch weggeschossen. Großer Profit, da gibt es noch einen Südtor. Balajis Freude, da sind viele Piraten. Farnhems Legende möchte ich erstmal nicht ansteuern, weil das ja dann vermutlich den Plot weiterlaufen lässt. Ist es Gnade? Naja, dann müssten wir runter. Brennens Triumph. Blauer Profit. Also hier oben ist ein Schiff, aber es ist auch nur eine Buster. Eine M4. Lohnt sich nicht wirklich, und da ist ein großes Schiff in der Nähe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann weggeschossen wird, das Schiff. Wir könnten natürlich auch mal eben hier ein Kraftwerk ansteuern. Machen wir das mal. Sonnenkraftwerk. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot Schauen wir aktiviert. mal nach einem Auftrag für uns, den wir mal zwischendurch noch erledigen können, um ein bisschen Geld zusammen zu sparen. Und kaufen natürlich auch ein paar Energiezellen für unseren Sprungantrieb. Mindestens, um bis nach Farnhems Legende springen zu können, aber eigentlich noch viel mehr, um zwischendurch noch ein paar Sachen zu erledigen. Andockvorgang Ich würde mir, erfolgreich. Im könnte mir Namen gut des vorstellen. Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Ja. Willkommen an Bord. Danke. Ich könnte mir gut Verbindung zum vorstellen, örtlichen Handelsnetzwerk zwischendurch hergestellt. jetzt nochmal in ein paar Piratensektoren zu springen. Ah. So, auf jeden Fall ist unser Schiff angekommen im Nachbarsektor. Bei der Werft. Dann gehen wir doch auch mal zu der Schiffswerft mit der Station handeln. Unsere Falke, ah, ich wollte gerade sagen, für 10.000 verkaufen, ist ja ein Witz.
10.000 kostet ein Schritt. Oha. Können wir hier also 6% verbessern? Puh. Oh, wir sind ein Teladi Top Manager. Das ist doch schon mal schön. Unsere Buster können wir verkaufen. Damit können wir das Schiff hier oben um 16% verbessern. Und wir können das hier auch um 20% verbessern für 40.000, 46.000. Lohnt sich das, ein Schiff zu reparieren? 46.000 und 108.000 kostet das. Das können wir doch mal schauen, ob sich das lohnt. Nehmen wir das mal einfach machen. Gut, es lohnt sich nicht. Tja, dann sind wir jetzt ein bisschen schlauer. Und ein paar tausend Credits ärmer. So, dann gibt es jetzt hier Erzminen, Siliziumminen, Komplexbauteilsätze, Gaia-Schiffe, Area-Frachter. Ich hätte ja schon gerne beide Schiffe behalten, muss ich gerade mal ehrlich zugeben. Und ich glaube, das finanzieren wir, indem wir doch nochmal versuchen, bei den Piraten ein paar Schiffe zu organisieren. Pirat Harrier, naja. Das waren ja keine dollen Dinger, sag ich mal. Priesters Gnade, Split Feuer, Elenas Glück. Wir springen nach Elenas Glück, Südtor. Oder Balajis Freude, das könnten wir natürlich auch mal ansteuern. So, direkt im Piratensektor. Sprungantrieb, Balajis Freude, Südtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Da können wir dann auch den südlich anschließenden Sektor gleich mal erkunden. Erreiche System, Balajis Freude. Ja, genau. Piraten Buster. Super. Pirat Buster. Steuern wir die mal an. Ich mache natürlich die Karte auf. Für den Fall, dass noch weitere Schiffe kommen sollten. Vielleicht entdecken die uns auch bald und greifen dann mal an. Oh, ein Kark-Cluster da oben. Na, super. Ja gut, ich hoffe mal, dass wir da zumindest das Nordtor entdecken. Moment mal, Galaxiekarte. Ach, hier gibt's ja gar kein Nordtor. Na, super. Ja, vielleicht kriegen wir auf jeden Fall mal die Piraten da hinten noch erwischt. Argon Hightech Transport, Mamba A, guck an. Ach, ich glaube, die Kark, die fangen jetzt an zu nerven. Dann fliegen wir vielleicht doch eher zum Südtor zurück. Und in den südlich anschließenden Sektor rein. Ja, ich denke mal schon. Quantum Röhrenfabrik. Die liegt ein bisschen abgelegen. Können wir nochmal schauen. Besitztümer, Schiffe. Merkur Tanker, die ist unterwegs und betreibt Handel. Klasse 4 ist der. Dann haben wir die Nova. In dem sitzen wir gerade selbst. Das sind unsere Buster, die hier die Station bewachen. Das haben wir gerade selbst. Das ist zum Kaufen. So, ihr Falke. Ja, die fliegt ja jetzt gerade auch nicht besonders schnell. Ist momentan sehr langsam mit 45 Metern die Sekunde. Wie groß war der Laderaum? Der war auch nicht besonders groß. Schauen wir mal. 104 und... Ne, Moment. Doch, 124 Einheiten ist nicht besonders viel. Die Buster hat einen Laderaum von 38 Einheiten. Naja, ist ja noch schlechter. Gut. Wir fliegen auf jeden Fall mal weiter in Richtung Süden. Und vielleicht grüßen wir den mal. Wie weit ist denn entfernt? Argon. Hightech-Transport. Mamba. Angreifer. Ja, leider zu weit entfernt für Kommunikation.
Okay, also wir fliegen. Ah ja, hier gibt's auch noch die Quantenröhrenfabrik. Die brauchen Energiezellen. Joa. Wir die mal ansteuern? Ich denke nicht. Wir fliegen weiter. So, geben noch ein bisschen Gas und. All Mankets Lads, Vertrag. Oh ja. Kann ja auch nicht schaden, dann ein paar Sektoren weiter zu Erreiche System, schließen. All Mankets Lads, Vertrag. Das klingt nach Paraniden. Ist das mit Paraniden nach Piratensektor? Okay. Pirat Falke, Pirat Harrier. Fliegen wir mal rein in den Sektor. Und schauen dann mal, wo die Piraten dahin wollen, die vielleicht daran interessiert sind, mit uns Kontakt aufzunehmen. Sieht aber nicht so aus. Raketenfabriken, da unten kommt noch ein Schiff. Pirat Pirat, Buster, Buster. genau. Steuern wir die mal an. Die Buster. Ach, und die schießt auch schon. Da ist doch eine Station. Die schießt auf die Station. Die Beta-EPW-Schmiede. Na super. Ja, kümmern wir uns mal um das Problem. Achtung, eines Ihrer Schiffe wird angegriffen. Paranid Prime. Paranid Prime. Paranid Prime, das klingt wieder nach. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Navigationssatellit. Paranid, Polizei. Okay, jetzt sind die uns feindlich gesinnt. Wir hatten ja das Problem, das gab's ja mit der Story, dass wir bei den Paraniden nicht mehr erwünscht sind. Ja, die werden dann jetzt unsere Satelliten da zerstören. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ach, die sind jetzt alle feindlich gesinnt. Ah, das ist ärgerlich. Große mal Vorstoß. Naja, da könnte man ja auch mal hin. Ah, das sind Yaki. Yaki, die da rumstehen. Na gut, wir kümmern uns erstmal um den Piraten. Das bleibt dabei. Achtung, eines Ihrer Schiffe wird angegriffen. Paranid Prime. Ja. So, eine Kanone eingeschaltet. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Können ihn ja mal rufen. Ich habe nicht die Absicht mit Sie machen. Achtung, eines Ihrer Schiffe wird angegriffen. Paranid Prime. Wenn es bei Paranid Prime bleibt, dann ist das in Ordnung. Für das Königreich. Na gut. Im Namen des Priesterimperators Na Xar komm. möchte unser Priesterherzog Sie wissen lassen, dass Ihre Aggressionen nicht ungestraft bleiben werden. Der wird doch jetzt hier nicht noch eine große Szene hier machen. Na komm. Also jetzt aber. Genau. Ja, das war's dann also mit dem. Hat leider nicht viel ergeben. So, können wir hier einen Asteroiden scannen? 15 Silizium. Gibt es hier noch irgendwo einen Asteroiden? 5 Erz. Gibt's hier noch einen? Nein. Wir können auch mal alle ja, scannen. Das wäre auch eine Idee, dass wir das mal Asteroid. nebenbei noch machen. Nochmal die Asteroiden hier scannen. Und stopp. 23 Erz. Den hat man bestimmt schon. Asteroid. 5 Erz, genau. Der hier vorne, der sieht ja auch relativ nah aus. Asteroid. 23 Erz. Und dann haben wir hier vorne noch einen, der sehr nah ist. Das dürfte der Silizium. Asteroid. Ja. Nein, nicht speichern. Sektorkarte öffnen. Ja, das sieht ja hier mal ein bisschen merkwürdig aus. Wie nah die dann doch scheinbar sein sollen. Asteroid. Ja, aber nur scheinbar. Gut, 12 Kilometer ist jetzt auch keine große Entfernung. 18 Hertz.
Fliegen wir mal noch ein Stückchen weiter. Dann können wir doch direkt mal hier alles an Asteroiden scannen, was wir da haben. 8 Erz. Ja, der ist so weit weg. Haben wir schon. Den markieren wir als Ziel. Asteroid. Der ist da hinten 11 Kilometer entfernt. Der, ja, gut. Kommen wir auch so hin. 18 Erz, super. Dann können wir hier die Information so langsam rantragen. 6 Silizium. Dem sind wir wahrscheinlich gerade vorbeigeflogen. 25 Erz. Okay, so, dann die nächsten neben. Schauen wir doch mal. Den hier. Asteroid. Den werden wir als nächstes an und dann schauen wir mal, was der zu bieten hat. Ein bisschen Erz. Der vor uns, der hat. Ah, das Asteroid. Ist nur noch ein paar Kilometer entfernt. 8 Erz. Asteroid. Oha, das sind wir Piraten. 26 Silizium, das sind doch ganz ansehnliche Werte. So, dann haben wir den. Ja, dann können wir eigentlich schon wieder abdrehen. Haben wir den schon? Asteroid. Haben wir. So, dann schauen wir doch mal den dahinter. Ob wir. Moment. So, die hatten wir noch nicht. Den noch nicht, den noch nicht, den noch nicht. Den noch nicht. Okay, dann fliegen wir doch erstmal. Nee, die hier vorne an. Asteroid. Auch alles so dicht beieinander, da weiß man gar nicht, was man schon hatte. Dass alles so dicht ist. Okay, dann den nächsten. Und dann kümmern wir uns mal um die Piraten. Asteroid. Die scheinen gerade geradezu darauf erpicht zu sein, angegriffen zu werden. Dann wollen wir denen mal den Gefallen tun. Asteroid. Die sind ja auch gerade in der Nähe. Ich glaube, das ist jetzt ein Trick, der liegt dahinter. Das ist kein Trick, sondern vielmehr eine gefährliche Falle. 8 Erz. So, es ist hier. Asteroid. Der direkt neben uns liegt. So, und dann haben wir noch 2. Genau, einmal den. Asteroid. 21 Silizium, super Wert. Und einen noch. Dann haben wir hier auch den Sektor komplett erkundet. Asteroid. So, dann fliegen wir doch mal hin. 500 Meter noch. Dann sind wir da in Reichweite. Und dann sind wir auch schon in der richtigen Richtung unterwegs, nämlich in Richtung Piraten, die da unten aus dem Süden kommen. Ich denke mal, das könnte man sich hier durchaus mal gönnen. Beta-EPW-Schmiede. Alpha. Stellen wir vielleicht die erstmal an. Vielleicht kommen wir da noch hin. Naja, gut. Vielleicht auch nicht. Undock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Schauen wir mal. Also ich glaube, wir kommen da noch rechtzeitig hin, um da nochmal ganz kurz einen Speicherpunkt anzulegen und dann die Piraten anzugreifen. Ich sehe nämlich auch auf die Uhr und da sehe ich, dass wir schon fast am Ende der Folge sind. Landen wir also erstmal hier an Bord der Station und greifen dann in der nächsten Folge mal die Piraten an. Und sichern uns da vielleicht noch ein paar Schiffe. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt sie unser Priesterherzog willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, hier wird ein Schiff der M3-Klasse benötigt. Das haben wir gerade. Hier bekommt man
Naja gut, 993 Credits, wenn man das erledigt hat. Ach, und zusätzliche 53.782. Das Versagen der Umweltsysteme auf einer Raumstation hatte zur Folge, dass viele Bereiche jetzt unter Wasser stehen. Dieser Zustand kann so nicht länger hingenommen werden. Viele Besucher beklagen sich bereits, dass das Wasser in den Wohnbereichen die Wände hinunterläuft. Nun geht der Station Computerwerk Alpha in Imperators Graben so langsam das saubere Trinkwasser aus. Imperators Graben, haben wir den überhaupt entdeckt? Und vor allem Imperators Graben klingt wieder nach Paraniden. Ja, den haben wir entdeckt, aber da kommen wir nicht hin. Ja doch, da würden wir schon hinkommen, aber da müssen wir aufpassen, dass wir hier keiner paranidischen Eskorte oder Patrouille über den Weg laufen. Warum sind die denn jetzt so böse uns gegenüber eingestellt? Und warum der hier nicht? Komisch. Welcher Fraktion gehört der an? Kann man hier leider nicht sehen. Finde ich ein bisschen kurios. Naja, den Job werden wir dann mal nicht annehmen. Na, guck mal, da sind noch weitere Einträge reingekommen. Ja, Jaco Giorno muss sterben. Das wollen wir nicht machen für ein paar Credits. Ja, vielleicht doch. Troa Encius Paxuit. Ein tragischer und zugleich peinlicher Vorfall überschattet die derzeit auf der Handelsstation im System Encius Paxuit stattfindenden Kirmesfeierlichkeiten. Eine angeheiterte Gruppe Split-Piloten verehrte sich im zoologischen Bereich und hielt die Ausstellung der seltenen und bedrohten Tierarten für einen Schießstand. Noch während des Blutbads wurden die Schießwütigen von Sicherheitskräften überwältigt. Man ist bemüht, die traurige Angelegenheit ohne diplomatische Komplikationen aufzuklären. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle eine Pause. In der nächsten Folge greifen wir dann die Piraten an und dann schauen wir mal weiter. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!